Es ist wichtig, dass wir Bündnisse schmieden, neu schmieden, aber es ist auch wichtig zu wissen, in welchen starken Bündnissen wir auch jetzt schon aktiv sind. Von daher, Heiko, freue ich mich, dass du da bist. Heiko ist im Bezirksvorstand des DGBs hier in Berlin. Heiko, willkommen auf unserer Bühne, willkommen zu unserem Streiktag. Ja, vielen Dank, Doreen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Heiko Glawe, ich bin Geschäftsführer der DGB Region Berlin und bin für die Bezirke zuständig. Und wenn ich mitbekomme, was gerade in den Bezirken, gerade im Bildungsbereich abläuft, dann kann ich dem nur zustimmen, was eben gesagt wurde. Wir haben keine Flüchtlingskrise, sondern wir haben die Auswirkungen einer über Jahre lang verfehlten Personalpolitik. Ich war am Montag auf einer Veranstaltung, da eine Kollegin die Sprachlernklassen in Steglitz-Zehlendorf, die dort als Lehrerin tätig ist, die eine sehr beeindruckende Zahl gesagt hat, nämlich 2010 gab es 45 Sprachlernklassen, mittlerweile sind es 700. Es ist doch völlig klar, dass man mit dem gleichen Personal nicht eine fast Verzwanzigfachung des Bedarfs abdecken kann. Es wird eingestellt, aber es zeigt sich eben, das, was wir als Gewerkschaften, des öffentlichen Dienstes und des DGB seit Jahren gefordert haben, es muss endlich eine vernünftige Personalentwicklung überall passieren. Nicht nur an den Schulen und nicht nur im Bildungsbereich, aber auch gerade dort ist zwingend notwendig. Ich hoffe sehr, dass euch und uns allen gelingt, was eigentlich seit 15 Jahren oder fast seit 20 Jahren eigentlich ein unglaublicher Skandal ist. Berlin ist, wie wir alle wissen, eine Stadt, die sehr stark, also für die der Bildungssektor sozusagen sehr stark identifizierend ist. Genauso wie der Gesundheitssektor. Und die Politik brüstet sich damit, mit dem Bildungsstandort Berlin. Mit guten Universitäten, mit guten Schulen, mit guten Kitas. Aber wie kann es denn sein, dass die Politik sich mit etwas brüstet und gleichzeitig die Menschen, die diese Arbeit dort erbringen, am schlechtesten behandelt? Und ich glaube, das ist etwas, Und deswegen ist es so wichtig, und deswegen freue ich mich auch, dass heute so viele von euch hierher gekommen sind, um hier ein klares Signal zu setzen. Und Doreen hat es ja bereits angekündigt, wenn sich nichts bewegt, kommt ihr wieder, kommen wir wieder. Denn es sind, ich glaube, auch bei den anderen Gewerkschaften momentan sehr viel Bewegung da. Wir hatten gestern eine Demonstration der Siemens-Beschäftigten, die sich gegen den Standort oder gegen Personalabbau wehren. Und auch dort hat man gemerkt, die Kolleginnen und Kollegen sagen, es reicht. Es reicht mit dem Personalabbau, wir brauchen vernünftige Personalentwicklung, wir brauchen vernünftige Bezahlung und wir brauchen letztendlich mehr Personal. Dafür steht ihr hier, dafür stehen viele Kolleginnen auch in anderen Bereichen und das ist genau das, was Doreen gesagt hat. Gemeinsam als DGB, als Gewerkschaften, als im DGB sind wir stark und ich glaube, wir haben durchaus in den letzten Monaten einiges geschafft und wir stehen vor einem Datum, wo wir auch nochmal sehr klar machen können, wofür wir als Gewerkschaften stehen. Und dazu lade ich euch alle auch ganz herzlich ein, nämlich das ist der 1. Mai am Brandenburger Tor. Dankeschön.